Mein Name ist Jan Gustafsson. Ich bin hier in den heiligen Rocket Beans Hallen mit dem fantastischen Nils Brumhoff. Jetzt geht's los. Das kann man gleich sagen. Aber Schach ist ja kein verlogenes Spiel. Schach ist ja komplette Information. Du hast das Schachbrett. Jeder sieht, wie es steht. Jeder kann den Count sehen. Wer hat mehr Bauern, wer hat weniger Bauern. Also dir hilft das ganze Tricksen nicht so viel. Mhm. Also es ist kein Spiel für Gunnar Krupp, möchte ich sagen. Naja, es ist insofern ein Spiel für Gunnar Krupp, weil man sehr viel Geld gewinnen kann. Und wir alle kennen die Biografie von Gunnar Krupp. Er hat es mehr als einmal erzählt. Er hat damals 64.000 Euro bei Wer wird Millionär gewonnen. Heute kann man wieder Geld gewinnen. Und natürlich ist Gunnar Krupp dann nicht fern. Mal schauen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Ede nicht dabei ist. Weil für mich geht es ja gar nicht um die Trophäe. Mir geht es nur um Ede. Ich will nur Ede platt machen. Aber ich kenne dich gar nicht. Alle haben mir gesagt, Ede ist bekannt als der Schummler. Ich so, was? Warum hat Gunnar diesen Ruf? Ich höre das auch immer, ohne irgendwelche Beispiele dafür. Gunnar, was ist da los? Was denken die Leute von dir? Das hat sich irgendwie eingeschlichen, weil ich wahrscheinlich so gut bin und die Leute glauben das nicht, dass ich so viele Talente habe. Daran wird es liegen. Ich versuche seinen Nutzernamen zu entziffern. Ey, du Lappen oder wie heißt er? Ede, du Lappen. Ach, Ede, du Lappen. Ah! Wow, also das ist wirklich Hingabe. Also gerade eben der Trash-Talk, okay, aber seinen kompletten Account Ede, du Lappen zu nennen, das ist schon wirklich mehr als ein Federhandschuh. Seine ganze Schachexistenz basiert darauf, Eddie zu dissen. Gunnar Krupp hat gegen den Titelverteidiger Roos in einer wilden, schnellen Partie mit Weiß gegen Schwarz gewonnen. 1:0 damit für den ehemaligen Finalisten, dem das Gesicht auch diesen Sieg noch ansehen lässt. Ich war gespannt, wie du den Satz landest, ja, aber das war beeindruckend. Ich auch. Die sogenannte Trompowski-Öffnung. Kannst du uns kurz erinnern, wer war Herr Trompowski? Ja, was war sein Beitrag? Trompowski aus Sachsen-Anhalt, ein ehemaliger Büroangestellter der Pinsenwerke. Der hat also in seiner Freizeit diesen Zug einfach entwickelt. Der konnte gar keinen Schach. Der hat einfach nur diesen einen Zug entwickelt. Ich glaube, er spielt wahrscheinlich sogar viel Bullet, nennt sich das. Das ist, wo du für die gesamte Partie nur eine Minute Zeit hast. Oh, okay. Das ist so der Adrenalin-Rush, wem Schach noch nicht aufregend genug ist, was natürlich schwer zu verstehen ist. Der kann dann mit nur einer Minute für die ganze Partie spielen. Ich glaube, da ist Roos zu Hause. Ja, da hat mal eine Falle geklappt, ne, die Roos aufgestellt hat. Wieso bin ich denn so dumm? Und du spielst mit? Die Weiße. Weiß. Jo. Und zum Beweis ganz kurz einmal noch hier zeigen, dass die andere Schwarz ist nicht. Man muss das immer auflösen. Ne? Man es muss auch wild, Gunnar. Absolut. Hol deine Steuerung F raus. Mach eine Doku über diese Geschichte. Jetzt spricht alles für Roos, für den Titelverteidiger, hier das Comeback zu machen. Mhm. Also die ganze Begegnung ist quasi die Geschichte eines Zuges. Man könnte auch sagen, Choo-Choo Charles. Sagt mir nichts. Ah ja, es gibt kein Halten mehr. Ach, scheiße. Die Zeit ist um. Ja. Wow. Comeback des amtierenden Champions. Was ist das Sprichwort? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Es heißt was anderes. Wo geläufert wird, fallen die Bauern. Naja, es war ja ein Turm. Ja, ja, genau. Wo deswegen passt es ja auch nicht. Fallen die Türme. Ich weiß auch nicht, ob ich sie überfrachtet habe mit zu viel 100.000 Faustregeln, dies, das, jenes. Es ist immer schwer zu sagen. Aber bisher, nach dem Verlauf, muss ich das ganz klar auf meine Kappe nehmen und sagen, ich habe da als Trainer versagt. Natürlich, das sind nicht die Bilder, die ich sehen wollte. Zum Glück habe ich einen 5-Jahres-Vertrag gemacht mit Lucy. Also es wird viel Abfindung kosten, jetzt natürlich mich da loszuwerden. Aber also es ist zu empfehlen. Ja, also ich wollte dich eh noch mal fragen, ob du da Lust hast, an so einer Erfolgsstory mitzuarbeiten, dass quasi so ein schon eigentlich viel zu alter Typ, um mit Schach anzufangen, auch nur mental bemitleidenswert ausgestattet, dass der dann so eine Überraschungserfolgsstory, so eine Nobody-Story einfach quasi erzählt. Und du bist aber natürlich eigentlich derjenige, der spielt. Aber du bist immer irgendwie in meinem Ohr oder so. Und bis das rauskommt, sind wir beide reich. Also so ein bisschen so Milli Vanilli-mäßig. Exakt Milli Vanilli. Wäre ich für zu haben, wäre ich nicht tanzen muss. Die sogenannte Verisov-Eröffnung. Ja. Eine deiner Lieblingseröffnungen. Ja, Stanislav Verisov, einer meiner absoluten Helden. Ihm ist leider der Welterfolg so ein bisschen entglitten, als er damals mit dem Fußball angefangen hat und sich da das Gehirn gebrochen hat. Ich habe mich da in der Sendung mal mit Carla Roche drüber unterhalten. Und die jungen Leute fand ich ganz interessant. Die sehen dann häufig auch diesen Druck gar nicht mehr so, wie wir das wahrnehmen. In unserer Generation, wir hatten ja nichts.
Ja. Gerade damals in Südtirol. Das stimmt. Da war dieser Druck einfach, was zu essen zu finden. Und heutzutage Springer, Fesseln, ja. Schach, wie siehst du das? Eine meiner Heldinnen, Carla Roche, sie hat ja damals leider meinen Heiratsantrag abgelegt und Frank Ade geheiratet, sodass sie jetzt Carla Roche Ade heißt. Und das ist natürlich im Schach von Vorteil. Was würdest du machen? Was für Züge kämen dir hier in den Sinn? ICE 4. Es ist natürlich eine Springer am Rand Situation. Wir sind es ja schon häufig durchgegangen. Springer am Rand ist nicht gut, ist glaube ich das Sprichwort. Ja, man kann sich das immer sehr gut merken, wenn es nicht reimt. Eben, ist wichtig. Dann denkt man, mach ja stimmt, das war rein. Das, was sich nicht gereimt hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das ausgehen würde. Sich selber nachdenken. Und das wollen wir nun wirklich nicht. Das wollen wir nun wirklich nicht, nee. Hast du früher viel so Marienhof, verbotene Liebe, ist das deine Welt? Ja, der stimmt. Ich habe gerade eine Sekunde, musste ich überlegen, woher ich das kenne. Nee, habe ich nie geguckt. Ja, ich auch nicht. Clarissa von Anstetten sagt mir nichts. Und sie überlegt. Ja. Da ist natürlich jetzt die Verlockung so groß, ne? Wie wenn dir einer eine Ohrfeige gibt, so der erste Impuls ist immer zurückzuschlagen und dann jetzt aber die Chance, das Pferd zu nehmen, das macht man wahrscheinlich auch schweren Herzens dann, ne? Ja, also nur Chris Rock würde gleich hier nicht zuschlagen. Also Maluna könnte es parieren, ist nicht so, dass Dame C6, selbe Idee, aber stellt die Dame dem Läufer zum Fraß vor jetzt und Lucia hat gesehen. Oh nein, nein, nein! Maluna schlägt den Turm und jetzt kann sie matt setzen, Oh Gott, ob sie Schachmatt in einem Zug. Ob sie das sieht? Oh krass, alter Schwede. Das ist es halt, wenn du nur auf den Angriff fokussiert bist, dann siehst du nicht, was hinten in der Verteidigung passiert. Wird sie das nicht sehen? Sie sieht das nicht. Und sie verliert die Dame. Sie sieht es nicht. Damit ist die Partie entschieden. Der Springer in der Hand ist die Leberwurst des kleinen Mannes, sage ich immer. Aber wir wissen, sie ist eh großer, großer Bauernfeind. Sie wird hier einfach zuschlagen. Ja, man nennt sie auch Katrin. Ja, ich habe auch überlegt, den Joke mal. Ich glaube, sie ist Bauerfeind, oder? Ist aber eigentlich nicht ganz sicher, aber ob man ihn machen kann. Oder heißt sie Bauernfeind? Wir nehmen ihr alles mit. Nehmen wir mit. Selbst dann hätte Weiß ja noch entscheidenden Vorteil mit den zwei Türmen und den vielen Bauern. Also hier müsste sich schon eine große Zahl von Missgeschicken häufen. Oder von Ends. Da, wenn du die zwei Türme in Gefahr bringen willst, brauchst du einige hundert Ends. Und du musst auf die Rückkehr des Königs hoffen, natürlich. Wenn du hier den weiten Zug Dame schlägt G2 machst, dann ist es auf einmal Schachmatt. Denn die Dame ist von dem Läufer hier hinten unterstützt. Oh mein Gott! Und das wäre der Ausgleich gewesen. Also er war da, ein Zug lang war die Chance da. Ich kann ihn natürlich nicht adäquat ersetzen, aber ich kann das machen, was die stärkste Schachfigur auch kann, einspringen. Dame ist die stärkste Schachfigur. Nee, wir haben doch heute gelernt, der Springer. Okay. Zum Glück ist morgen Eddie wieder da. Da bin ich mal gespannt, denn auch Vlesk, wissen wir ja, hat hier auch schon teilgenommen beim Zugzwang-Turnier und spielt auch immer wieder, das sehe ich bei ihm im Stream, spielt häufiger Schach und nimmt an Turnieren teil und so weiter. Ich weiß nicht, wie da so privat das ist, ob er da wirklich trainiert oder. Ich glaube, die Prioritäten stimmen da nicht. Ich sehe ihn so viel anderen Quatsch machen. Also dann ist er wieder hier am Boxen, am Geld sammeln fürs Tierheim, am hier Twitch Rivals, am Among Us. Also ja, Kaiser ist sehr, sehr eifersüchtig, die Schachgöttin. Und Vles kann da nicht auf all diesen Hochzeiten tanzen. Deshalb sollte er aufhören mit diesem Spendensammeln für Tierheime. Zum Beispiel. Völliger Quatsch. Und stattdessen vielleicht lieber ein bisschen mehr Schach spielen. Ich wusste nicht, dass es Preisgeld gibt. Ich wurde immer gefragt, was wäre das Minimalpreisgeld, für das du antreten würdest? Gunnar hat ja gestern schon 750 Euro gewonnen fürs Ausscheiden in der ersten Runde. Aber wär's dir wert, den Selbsthass, den du viele Monate verspüren würdest nach dem Ausscheiden in der ersten Runde, die 750, oder was wäre da der richtige Betrag? Also jetzt nur auf dich bezogen. Also wäre schon, das wäre, also 750 Euro würde ich mir schon, weil guck mal, ich spiele auch sehr häufig Schach und gehe jeden Tag danach mit Selbsthass ins Bett und krieg keine 750 Euro dafür. Ich verfolge auf Twitter immer und Ronny Berger ist ja überall dabei. Egal, wer was tweetet, der Ronny, zack, 10 Minuten später hat er lustigen Reply. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ja, wahrscheinlich einfach auf Reply drücken und dann eine Antwort. Aber lustig. Ja. Ach so, ja gut, das kann ich dir auch nicht sagen. Du hast gestern was Interessantes gesagt. Punkt. Wie heißt diese Eröffnung? Mustererkennung? Italienisch.
So sieht's nicht mal aus. Italienische Eröffnung. Bist ein bisschen stolz. Da oder, bin ich echt oder einfach nur nicht enttäuscht. Das trifft es eher. Ja, hab ich nie gedacht. Überrascht und gleichzeitig nicht enttäuscht. Ja. Tob dich ruhig aus. Ich guck ganz interessiert zu. Ich überlege immer, was würde ich machen. Was, aber ich komme gar nicht dazu, weil du schon immer alles ausschließt. Ah, sorry. Also der Schnurrbart, könnte von meinem Vater sein, aber er hat so junge Augen irgendwie. Er hat junge Augen. Junge Augen, aber so einen reifen Schnurrbart einfach. Wenn ein Bauer die letzte Reihe erreicht, wissen wenigstens, darf man sich eine Figur wünschen. Mhm. 99% der Fälle nimmt man eine Dame. Ich hätte gern John Wick. Das geht nicht. Du kannst Dame, ach so. Turm, Springer oder Läufer. Eddie, ich rede die ganze Zeit hier. Steig jederzeit ein. Ja, ich habe nichts, was soll ich noch groß dazu beitragen? Ja, ich stimme dem Jan in all seinen Analysen zu. Er hat recht. GLHF. Viel Glück und viel Spaß heißt das für die Älteren da draußen. GLHF? GLHF. Good luck. Und halt die Fresse. Bestimmt fällt mir nicht, ey. Er hat mich ja nicht machen lassen, was ich wollte, Mann. Das ist doch nicht cool. Das ist doch nicht nett. Ja, das ist leider so, dass die Leute, gegen die man beim Schach spielt, meistens nicht nett sind. Würdest du sagen, wenn Ronny einen Turm mehr hätte als du? Mhm. Hättest du eine Chance? Nee, ich glaube nicht. Ach komm, das ist doch jetzt, das sagst du jetzt nur, um mich zu provozieren. Nein. Das ist die Wahrheit. Aber bei mir hast du ja gesagt, du würdest gewinnen. Ich sage, Ronny spielt besser als du. Ach, das ist. Wann hast du denn das letzte Mal gesehen? Du hast ja noch nie. Ich weiß, ich denke natürlich auch an den alten Etienne Gardet. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich Schach spiele. Du interessierst dich überhaupt nicht für meine Schachkarriere. Das stimmt. Bin gespannt, ob Brücke hier nochmal. Gäbe es hier einen Zug, wenn ich dir den nenne, der dich richtig beeindrucken würde? Ja. Gibt es. Es gibt einen Zug, mit dem ich dich beeindrucken könnte. Also, wo du sagst, das hast du gesehen, nicht schlecht. Hier weiß ich nicht, jetzt im Moment brennt das Brett ja nicht. So was würdest du denn hier machen? Ja, du siehst, wenn du es nicht siehst, sage ich es dir auch nicht. Okay. Ja, ist ja auch dann, irgendwann ist es halt nicht mehr nur Schach, ne? Dann kommen die Frauen, die Drogen, die Ablenkung, alles. Die falschen Freunde. Und wenn sich das so häuft, also da kann ich Stefan schon auch verstehen, dass er gesagt hat, er braucht jetzt erstmal eine Pause. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage: wie seht ihr das? Air Force Ones oder Adidas Boost? Ultra Boost, ja. Ultra Boost, ja. Mhm. Ja. Danke, Ronny. Ja. Du auch, ja? Rücki, oder was? Ja. Also 100%. Ich bin voll bei Ronny. Ja. Und hab die Frage verstanden. Okay. Cool, dann vielen Dank. Ehrlich gesagt, ich fühle mich heute ein bisschen von dir. Ja, wir hätten uns mehr absprechen sollen. Ich wusste nicht, ich habe dich so lange nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass du so gesund aussiehst, ehrlich gesagt. Du hast eine gesunde Hautfarbe. Du warst noch mal beim Friseur offensichtlich vorher. Ich sehe aus wie der Waldschrat hier. Es ist nicht fair. So, Fabian, ich sehe noch nichts. Läuft die Partie schon? Haben wir die richtigen Usernamen? Was ist da los? Sonst kann ich auch hier gerne Schachfragen beantworten im Chat. Also, ihr könnt gerne mich fragen. Jan ist gerade beschäftigt, aber ich weiß auch eine Menge. Ich warte nur. Dame nach G5 wurde gespielt. Und das ist kein guter Zug. Und Vlesk übersieht es, er hätte die Dame schlagen können. Uff, ein nervöser Beginn, in der Tat. Und Shorty schlägt jetzt da sind wir jetzt. G2. Da sind wir jetzt. Jetzt kam von Vlesk der Zug, auch der einzig gute Zug. Dame nach F3. Also sind wir da jetzt. Ja, jetzt sind wir hier. Sie gibt noch das berühmte Racheschach, Läufer B4 Schach. Das Racheschach, das gibt's wirklich den Begriff? Das ist tatsächlich ein Schachausdruck. Wenn du nicht mir gut die Dame nimmst, ich gebe noch Schach. Dann mache ich wenigstens noch mal Schach. Shorty, was machst du denn? Oh, ich habe so einen 180er Puls gehabt. Ich habe dann einfach so dusselig meine Dame verloren. Das war echt katastrophal. Noch ein bisschen Wodka? Ja. Ich meine Wasser, sorry. Wie nennt sich diese Eröffnung? Spanisch. Nah dran, das Londoner System. Das hier wäre Spanisch. Okay, also als du gesagt hast, fast, war das Spott. Nee, London, Spanien, Hauptsache Italien, sage ich immer. Chatzer, ich kenne den Linken, der ist der Schachprofi oder so. Ja, Schachprofi würde ich nicht sagen, aber Etienne hat schon sehr intensiv Schach gespielt die letzten Jahre und da sehr viel mitgenommen. Moment, ich bin rechts, du bist links. Das war mal ein lustiger Scherz. Ach so.
Ich bin ein Humorprofi. Ja, ja, ich. Tut mir leid. Ich kann mit Ironie auch nichts anfangen. Warum sagen die Leute nicht einfach, was sie denken? Warum muss man sich immer so hinter diesem Ironiepanzer verstecken und zeigen, wie schlau man ist? Oh, ich kann noch einen Layer oben drauf packen. Meta. Und den Gegensatz von wörtlich Gesagten und wirklich Gemeinten noch einbauen. Weil das clever ist. Du hast ja einen Reit-Background auch, oder nicht? Ja, ich habe ja lange Jahre war ich im Reitsport tätig. Aber das hat nichts mit Pferden zu tun. Was? Ironie ist okay, aber sexuelle Anspielungen im Humor sind plötzlich 2023. Doch, das war super. Ja, also, ich möchte dir keine schlechte Laune bereiten. Ich habe mich gefreut, hier dabei zuzuhören zu sein. Nein, ist alles gut. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen pisst, dass wir nicht in John Wick gehen. Du hast mir dann Flo ins Ohr gesetzt. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wie ich mir die Nachos reinziehe. So. Nein, ist ja alles in Ordnung. Ich bin einfach nur sauer auf Fabian Krane. Ich hab dich auch gerne. Weiß ich doch. War es ein Mausflip oder ein Blunder? Flesk. Und hat geblundert. Wir haben's gesagt. Okay. Wir haben hier schon einige Tschüss-Dame-Situationen gesehen. Ja, und jetzt ist Tschüss-Dame. Da ist es. Und. Schau, die muss jetzt den Turm behalten. Nein, Turm nach 8. Jetzt kann, lässt sich die Dame jetzt vorbei, denn das ist gleich Schachmatt. Also ich glaube auch hier, dass ich euch vielleicht zu viel Angst gemacht habe und am Anfang das Tempo ein bisschen zu hoch war. Aber wie man es macht, macht man es falsch. Es war nicht deine Schuld, Jan. Ja, schon. Ich mache mir da immer vor. Ist auch zu Recht. Also das auch zu Recht. Wir schaffen es nicht ins Kino, ne? Wir schaffen es nicht ins Kino. John Wick hat schon gewonnen wahrscheinlich. Hat schon die Hälfte der Gegner ausgeschaltet. Das macht jetzt einfach keinen Sinn. Wir müssen ein andermal machen. Aber läuft das jetzt jeden Tag um 22:00? Wir haben ja noch ein paar Tage, das zu versuchen. Wir haben noch ein paar Chancen auf jeden Fall. Erste Partie des Abends. Ronny Berger gegen Christian Vlesk. Wie heißt er eigentlich mit Nachnamen? Irgendwas Bayerisches. Blitzenhüttel. Ich glaube, so ist es. Ja, da hab ich schon mal gegeneinander gespielt. War damals das Halbfinale. Ja, wir haben schon mal gegeneinander gespielt. Und wie ging das? Also war das knapp oder? Nee. Aber wir brauchen auch wieder die Rocket Beans Leute, oder? Ja, Krane muss jetzt mal mitspielen hier, um die Ronny Bergers zu stoppen. Ich glaube, Krane ist auch gar nicht so schlecht. Meinst du, ihr habt so Undercover-Schachspieler, denen das unangenehm ist, vielleicht auch wie viel? Arno spielt auch Schach, also kann Schach. Ja. Ja. Weißt du, nicht jeder gibt damit an. Kann ich hier was gambitieren? Gambitieren? Ich gehe hier. Ist das wirklich ein Wort? Gambitieren, weißt du, was opfern im Prinzip. Aus dem Italienischen. Gambitare, dem. Ist sie gedeckt? Jemandem ein Bein stellen. Wirklich? Wäre gar kein Gambit, ne? Der Springer ist gedeckt. Bei Nils wäre es gelogen, bei mir ist die Wahrheit. Das ist der Unterschied. Los, da macht er es. Da ist der Blunder. Da sieht man den Balken. Jetzt ist die Frage, ob er es sieht. Sieht Vlesk das? Er sieht es nicht, sonst hätte er es schon gesehen. Ich glaube auch, er guckt auch nicht so. Er guckt traurig. Er guckt nicht auf der Suche nach der Chance. Herr Turm E1, nee, es war. Da war die Chance. Und er lässt es nochmal zu. Sie sehen es halt beide Chance. Wenn du es nicht siehst, siehst du es nicht. Sie sehen es einfach nicht. Ich könnte Schach geben. Er wird moven. Ja, und dann kannst du die Dame schlagen. Wenn du Schach gibst, muss er doch den König bewegen. Und danach passiert gar nichts. Doch. Du gibst Schach, er moved. Pariert kriegen. Das ist es. Ich hab hier was. Warte mal ganz kurz. Ich weiß nie, ob Ronny Berger die ganze Zeit in Character ist oder ob er das ist. Oder beides. Ich weiß es auch. Nee. Sag's nicht. Guck mal selber noch, guck mal beide noch mal hin. Du hast nämlich, Christian. Ja. Das hab, du hast es selber gesehen. Sogar ich gesagt. Ja. Nee. Doch, Springer, Schach und dann Dame rein. Ja. Ich habe das sogar gesagt, aber genau als du den Turm rübergezogen hast, und dann war Zug abgefahren. So. Ja, muss man sehen, ne? Muss man sehen. Okay. Boah, aber wie kannst du denn da so entspannt bleiben jetzt, Vlesk? Die ist ja richtig gut. Ja, muss man halt sehen. Ich bin beim letzten Zugzwang im Halbfinale rausgeflogen, weil ich so ein richtig billiges Schachmatt übersehen habe. Ansonsten wäre ich sofort weiter gewesen. Seid ihr soweit? Jawohl. Ich war noch ein bisschen. Ich will noch nicht. Okay, jetzt. Jetzt ist er bereit. Dann geht es los. Wir werden gemutet. Ich habe schon überlegt, ob ich mal so eine Haartransplantation machen soll für hier, für die. Ich habe es auch überlegt, tatsächlich. Wollen wir zusammen nach Istanbul? Ich mache sechs Wochen verschwinden. Ich habe die Partie noch nicht. Sorry, wir reden gerade über Haartransplantation, Fabian. Ja. Kannst du bitte da jetzt nicht mit Schach reinkommen? Und Vlesk überlegt jetzt an seiner Strategie. Spielt der Bauer nach E5 die Standardzugzwang-Antwort? Oder
sehen wir was Neues. Game Aborter, er hat keine Lust mehr. Er sagt, ich gehe nach Hause. Among Us geht los, die erste Runde Imposter. Zack. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielleicht denken die Leute, dass du das ironisch gesagt hast und die sollen den F-Bauern ziehen. Ich schätze nie über Schach. Wie stehst du zu diesen ganzen Streamer-Namen? Wenn du Leute kennst, wie sprichst du sie dann an? Sprichst du sie mit Twitch-Namen an, mit Klarnamen? Es kommt drauf an. On-Air meistens dann Twitch-Name und Off-Air versuche ich eigentlich den Kontakt zu vermeiden. Okay, ich war nicht sicher, was die Pointe ist. Die Pointe versucht quasi ein neues Brand zu schaffen. Das Mon-Brand ist auch, glaube ich, also macht ja, ich hab gehört, der bringt jetzt irgendwie Pralinen auch raus, ne? Mon, Cherie. Wenn ich so mache, dann schlägt. Bärentöter wäre noch frei bei Twitch. Okay. Wer will dahin? Bärentöter ist noch frei? Komisch. Ich hab mal einen Bär getötet. Bei, ja, ich hab Revenant gesehen. Das basiert ja lose auf deiner Lebensgeschichte, oder? Ja, nur umgekehrt. Ich habe den Bär angegriffen. So was. Er hat sich weggeschleppt unter Schmerzen. Ronny hat eine Idee. Schach gesehen, Schach gegeben. Schach. Sich freut immer. Ich habe ein bisschen Angst vor Ronny Berger. Ich sag's dir, der Wahnsinn ist in seinen Augen. Chat, was geht bei euch? Verfolgt ihr das Spiel? Also ich meine, das Eintracht-Spiel. Schachmatt in zwei Zügen. Schach. Meine drei Züge. Schach, Schach, Schach. Oder? Schach, Schach, Schach ist auch ein schöner Name für eine Schachsendung. Schach, Schach, Schach. Herzlich willkommen bei Schach, Schach, Schach. Ist das matt in drei? Oh, was ist jetzt passiert? Wir haben 100 Züge hier verpasst. Ja. Warum haben wir es nicht Stalemate reicht ihm ja zum Weiterkommen. Es ist ein Stalemate, aber es reicht dir trotzdem zum Weiterkommen, Ronny. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Lass dir das eine Lehre sein, Christian. Vorbereitung bringt nichts. Sag ich ja immer. Mal übe ich auch wieder gar nicht. Seit dem Abi sage ich das. Roos gegen Maluna. Wer? Roos gegen Maluna. Maluna kenne ich. Achso, du kennst ihn wahrscheinlich als Ede du Lappen. Das ist ach, Ede du Lappen. Ja, Ding. Ja, okay, krass. Ja, der hat sich ein bisschen in dieses Halbfinale reingelackt, habe ich gehört. Achso, hallo. Ede. Ja. Ede. Hier ist was für dich, Ede. Was, bist du ein James-Bond-Bösewicht oder was ist das da jetzt hier mit der Katze da auf dem Arm? Das ist keine Katze. Sorry, wenn ich höre alles doppelt gerade irgendwie. Ich muss immer das. Kannst du nochmal sagen, wir haben nur einmal gehört. Ich hör alles doppelt leider irgendwie. Ede. Sitzt da wie so ein Bond-Bösewicht. Du musst es machen, damit es kommt. Hier, mein Hündchen Cheekmaus, der will gegen dich zocken, weil der hat ein bisschen höheren Elo als du. Außerdem verstehe ich dieses mit dem Namen nicht. Ich habe da, das ist ein Name aus Star Wars, nicht Kanon, aus Büchern. Das ist 3D, 3 Dings, so ein Roboter da. Das eine Cameo. Es geht los, Maluna mit den weißen Steinen. Die schlingt den Bauern. Ich hatte keine Zeit für. Die sagte zu für mir, Schach. Markus, es ist ganz anders, als du denkst. Das fand ich interessant. Ja, danke, Markus. Du merkst dir das einfach. Einmal gesehen, abgespeichert. Und da kannst du mir noch so oft beteuern, dass du da keine besonderen Talente hast. Das ist dein Talent. Was soll's sein? Eins meiner vielen Talente. Naja, das ist deine größte Schwäche, Jan, dass du dich nicht in Leute versetzen kannst, die. Ich kann mich perfekt in Roos versetzen, ich kann dir jeden Zug von ihm sagen. Aber du kannst dich nicht in Maluna versetzen, dass sie sich das nicht merkt, dass sie das nicht abspeichert wie du. Sie hat den Stream ja nicht geguckt. Du das weißt nicht, wie das ist, wenn man halt ein bisschen doof ist. Damit meine ich mich jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass man ein bisschen doof ist. Du gehst immer davon aus, dass alle das so abspeichern wie du. Aber die okay, Leute, die Menschen, ich erkläre es nicht mehr, Entschuldigung. Die Leute speichern es nicht so ab wie du. Richard, warst du mal in der Antarktis? Nein, Markus, ich schreibe Bücher. Ich sitze zu Hause in meiner Keminate und versuche aus den großen Werken der Philosophie Profit zu wringen, indem ich sie etwas anders schreibe. Dazu muss ich nicht reisen. Ich verbringe meine Zeit sonst gerne im Berliner Zoo. Ja, das ist ganz interessant. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich war mal in der Antarktis, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und ja, da mit Joey Kelly ein Iglu gebaut. Und das ist wirklich eine tolle Erfahrung gewesen. Hat mir viel beigebracht, so über die Art und Weise,
wie man das Leben auch sonst so wahrnehmen kann, musst du unbedingt mal machen, wenn du mit deinem Buch fertig bist. Bin ja großer Fan deiner Bücher, habe ich dir ja schon immer gesagt. Aber die Antarktis, toll, wirklich. Ja, Markus, du hast das schon sehr, sehr häufig erzählt. Ja, ja. Du alleine mit dir und der Natur und deinen Gedanken warst und deinem 30-köpfigen Kamerateam und den Ärzten. Das ist eine sehr inspirierende Geschichte. Bruce, wenn du mich hörst, dann zwinker einmal. Sorry, Baby. Über Privates rede ich nur mit Bruce. Von der Position der Figuren, hast du das exakt so schon mal gesehen? Nee. Weißt du doch gar nicht. Der Springer hier ist nicht sehr, sehr typisch, sagen wir mal. Ja, aber du hast 1 Million Schachpartien gemacht. Du kannst mir jetzt 100% sagen, dass keine davon so mal aussah. Ja. Warum soll ich dich anlügen? Ja, woher willst du denn wissen, wie 1 Million Schachpartien aussahen? Ich weiß, dass ich diese Stellung noch nie gesehen habe. Ich werde mal ein bisschen Risiko machen, weil sie will wahrscheinlich hier rein. Scheiße, jetzt macht er Risiko. Weiß nicht so wild. Ich guck mal hier so rein. Oh ja, schöne Gabel. Wie schnell du die gesehen hast. Gut, Jan. Danke, danke, danke. Aber es gibt noch eine Falle. Es gibt noch eine Falle. Maluna darf jetzt nicht vor mit dem König, denn dann wäre es tatsächlich aus heiterem Himmel noch matt hier. Also es ist eigentlich ein ziemliches Wunder, dass es überhaupt noch diese Hoffnung gibt. Aber sie muss sich zurückziehen. Ah! Und sie geht vor und Bruce kann matt setzen. Scheiße. Man muss natürlich sagen, der Altersunterschied vielleicht auch noch eine Rolle spielt. Maluna, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, so Mitte, Ende 20 und Bruce ist, glaube ich, 71 oder so, ich weiß nicht genau. Geboren oder Jahre alt? Nee, nee. Geboren ist er, glaube ich, 43. Eigentlich schade, dass Nils kein Schachspieler ist. Er ist ja bei solchen Sachen immer sehr gut, bleibt immer innerlich sehr ruhig in solchen Situationen. Kenne ich ja vom Beef noch. Problem ist, dass er natürlich ein bisschen dumm ist. Nils Bohmhoff ist im Chat. Nils Bohmhoff im Chat. Ich glaube, der hat einen Alert. Wenn ich seinen Namen sage, dann kriegt er direkt aufs Handy. So ein bisschen wie Batman. Ich kann es Brett drehen. Wir können es ja aus Bruce Perspektive sehen. Back to the Roos. Der Zug gefällt mir nicht. Aber das sage ich nur, weil der Balken nach unten gegangen ist. Nicht, weil ich wüsste, warum. Ja, ich glaube, Maluna wird auch schon viel Blitzschach gespielt haben jetzt. Aber natürlich, grundsätzlich, je kürzer die Bedenkzeit, desto mehr spielt es Roos in die Karten. Je weniger nachdenken, desto besser für Roos. Nee, ist nicht, was ich gesagt habe, aber das kann man so interpretieren. Das ist ziemlich genau, was du gesagt hast. Wie gesagt, je kürzer die Bedenkzeit, desto besser für Roos. Aber das ist doch, kürzere Bedenkzeit heißt weniger denken. Na, es kommt drauf an. Machst du jetzt hier einen auf Brecht oder was? Lass meine Rosinen. Ist keine Rosinen. Ist trotzdem meine. Ja, dann nimm halt. Mir doch egal. Rosinen, das finde ich auch nicht schlecht. Gutes Wortspiel hatten wir noch nicht. Das war übrigens ein Scherz, was ich vorhin über Nils gesagt habe, ne? Ich noch mal festhalten. So gut ist der mental gar nicht. Schachmatt. Oh, nein, habe ich gewonnen. Oh mein Gott. Danke, danke. Wie lange spielst du immer Schach? Die besten Moves. Ja, ja. Wie lange spielst du Schach? Nach einem Monat. Das kann aber doch nicht sein. Also jetzt sag mal ehrlich, wie lange spielst du Schach? Ja, ich habe 4 Stunden geschlafen, habe die ganze Nacht Schachtheorie gemacht. Mir geht's gar nicht gut. Ich habe noch nie mit Maluna. Ach, du hast gar nicht mit Maluna trainiert, okay. Auch nach C4, das weißt du so gut. Ja, durch das ständige Schachsetzen kannst du natürlich den anderen zum Zeitverlust zwingen. Stimmt's? Absolut, absolut. Und Roos zieht ins Finale ein. Uff. Der Titelverteidiger setzt sich wieder durch. Er braucht den Druck, er braucht den Speed. Ich werde diesen Schnurrbart runterholen im Finale. Was traut er sich hier mit 25 so ein Schnurrbart wachsen zu lassen, als wäre er Ede? Nur Ede darf so ein Schnurri haben. Das ist unmöglich vorauszusagen. Guck mal, der hält schon immer noch knutscht er seinen Pokal. Das sind schöne Bilder. Das sind tolle Bilder. Die werden um die Welt gehen. Es ist Best of 4 plus Verlängerung. Es ist ja technisch kein Best of 5. Das wären ja 5 Partien mit derselben Bedenkzeit. Aber du brauchst 3 Siege. 2,5. Du brauchst 2,5 Punkte. Im Schach gibt es ja dieses Unentschieden. Das ist dieses ganze okay. Best of, dies, das. Es ist schwierig. Also auch das Zugzwang Best of wird schwierig dieses Jahr. Ich habe John Wick absolut abgeschrieben. Ich leih mir den auf
Wie die VHS. Kauft ihr einfach die DVD. 9,99 €. Ja, aber dann erst 2025. Ich spiele halt ein bisschen für die Show, für die Leute, für die Zuschauer. Du spielst für die Nerds, auf Nummer sicher. Du willst gewinnen. Okay. Ich mach die Show, du willst gewinnen. Ja, das sagst du jetzt, damit du eine Ausrede hast. Ne? Das sagst du jetzt, damit du am Ende sagen kannst, ja, ich habe halt für den Spaß gespielt. Ich habe gar nicht ernst gemacht. Damit die auch ja, gut, aber man muss sagen, 3.000 €, das ist für beide ein Jahresgehalt. Insofern geht es hier doch auch um einiges. Damit werde ich auf jeden Fall meine BAföG-Schulden zurückbezahlen. Ja, als ob du BAföG genommen hättest. Nee, auf der Straße gibt's kein BAföG. Da gibt's nur, das ist ein guter Albumtitel. Auf der Straße gibt's kein BAföG. Das ist ein guter Titel. Das ist ein verdammt guter Albumtitel. Sagst du, wie das ist? Ich habe Angst vor Ronny. Ich glaube, er ist ein herzensguter Typ, aber ich habe trotzdem Angst vor ihm. Können wir mal reinhören? Ich liebe das, wie er sich freut. Manche würden sagen, ich wirke überheblich. Ich bin einfach ein guter Spieler. Was soll ich sagen? Er hat leider recht. Wenn ich deine analytischen Fähigkeiten hätte, ich würde den ganzen Tag die Leute fertig machen. Auf chess.com, ich würde da online gehen und die einfach mit Elo 900 durch den Ring prügeln. Ja. Janistan TV, das ist das Konzept der Sendung. Hast du einen zweiten Namen? Nee. Wir hatten ja nichts damals. 3 Buchstaben habe ich gekriegt. Warum soll ich über sowas lügen? Das musst du nicht. Weil du immer lügst. Ich irgendwas noch glaube. Alles, was du Nils sagen, werde ich immer googeln. Okay. Das ist wirklich kein zweiten Namen. Hab ich doch gesagt. Konnt ihr euch keinen leisten oder was? Den Joke habe ich auch schon gemacht. Oh, Jesus. Ich überlege die ganze Zeit, ein Witz ist zu kompliziert. So. Sag. Matt in einen Zug, um sich eine Dame zu holen, ist gleich auch das Ende von Good Will Hunting. Ah, das ist zu kompliziert. Ich glaube, er nimmt auch keinen Zug. Wegen Matt Damon? Ja, Matt Damon haut doch am Ende ab, weil er irgendwie die Frau suchen will und nicht den großen Deal macht. Ah, das aber weiß ich schon nicht gar ganz nicht. Gelandet. Ja, aber da ist was. Da ist ich glaube, irgendwas war da. Vielleicht will Ruth extra ins Armageddon. Vielleicht ist das dein Ding. Man weiß es nicht. Aha. Vielleicht komme ich jetzt mit der dänischen, wo du gestern verkackt hast bei Blesk. Vielleicht komme ich mit der dänischen. Vielleicht lass ich den Bauern nehmen, dann komme ich zur Seite. Was bist du nicht gut? Ich bin in fast allem besser als du. Aber nur fast. Es gibt hier eine Trophäe, die beweist das Gegenteil. Aber ich habe eine Frage, bevor wir weitermachen. Jan, ja. Eine wichtige Frage. Wenn ich 1000-mal gegen Magnus Carlsson spiele, wie oft werde ich wohl gewinnen? Jedes Mal an Erfahrung. Ja, jetzt ist auch zu spät. Wie meinst du? Ja, ist kein Typ, der zurückgeht. Ich dachte, hattest du was? Ja, habe zu lange überlegt und dann. Ah. Da, er geht den ganzen Weg zurück. Wie Marty McFly. Aber nach der 1, er geht nach Hause. Wie Kevin. Oder E.T. E.T.N. Wem drückst du eigentlich die Daumen? Bist du professionell neutral oder hast du da Präferenzen? Nee, schon dem Typen, der sich Ede du Lappen nennt. Okay, das verstehe ich. Ist ja klar. Und dann gehen wir erst zu Tarantino und am nächsten Tag zu Tom Segura. Das klingt super. Ich muss Schach-WM kommentieren. Mann, du musst immer Schach kommentieren. Ja, ich muss echt immer jeden Tag Schachschüsse machen. Glaubst du, mir macht das Spaß? Oh, immer dieses Schach. Ja. Oh nein, ich hab's doch gesagt. Blunder! Der Turm! Oh! Wir gehen auf Ronny, wir wollen hören, was Ronny sagt. Hä? Hä, was? Ronny zweifelt an den Schachregeln. Wie? Wie, der hat einen Turm da stehen? Das hat mir ja niemand gesagt. Niemand hat gesagt, dass da ein Turm steht. Regie, bitte nächstes Mal so Ronny auf den Turm hinweisen. Wie er sich freut. Er freut sich. Er versucht, cool zu bleiben. Er versucht, es zu kaschieren, aber er ist schon aber zu kriegen, man weil sieht, weiß, dass er jetzt macht das. Ja, ja. Mit 11 Punkten führt er. Aber da unten steht plus 10. Ja, der rechnet die Dame nur als 9. Das ist so die Oldschool-Berechnung. Aber wie, du hast auch immer gesagt, die ist 9. Ist mittlerweile 10? Ja, ich glaube, inzwischen ist Dame hoch auf 10. Letzte Schachpatch. Dame ist OP jetzt. Das geht an dich, Jan. Das soll also dein Contender sein. Das soll dein Favorite sein. Bruder! Nerv mich nicht! Ronny, halt dir die Ohren zu. Halt dir die Ohren zu, Ronny. Das ist ja nicht mehr jugendfrei. Ist nur Show. Ist nur Spaß, nur Spaß. Aber es hat ja so gut geklappt und Ronny, zack, hat den Turm übersehen. Hat ihm allerdings auch keiner gesagt, dass der Turm da stand, muss man ja sagen. Ja. Das war unfair.
Ich wollte dir das bei WhatsApp schreiben, aber du hast Ton aus, glaube ich. Wenn ihr wollt, guck mal, ohne Scheiß, wir machen jetzt so. Ruf den Jan an, der darf bei dir auf Lautsprecher mithelfen. Vielleicht. Ja! Er sieht 1-1 und er macht so. Ja, Mama, genau, war easy, ich schwitze hier nicht mal. Ja, kannst du Deo drin lassen? Genau, ich brauche kein Deo, ich schwitze hier nicht mal. Alles cool. Ja, ich komme früher nach Hause heute. Okay. Sorry, Leute, ich habe kurz mit Arbeit telefoniert, wegen Arbeit war das. Ja, sorry. Kein Problem, Ruth. Aber jetzt schnell wieder zurück und konzentrieren. Welche Elo hat der rechte Kommentator? Wenn persische Figur ist wohl Ruch oder so, okay. Wenn Sie mich meinen, dann kommt es drauf auf die Disziplin an. Absolut. Wo hast du die meiste Elo? Im Onanieren. Ja, könnte den Springer doch noch dazwischen stellen und die Dame gleichzeitig. Dann haben wir wieder dieses alte Schäfermatt-Thema, der Läufer und die Dame. Der Läufer, siehst du, es ist immer, wenn ich was Kluges sagen will, ist es nicht klug, Jan. Ja. Warum kann ich dir nicht einmal was sagen, wo du sagst, stimmt, gut gesehen? Doch, es soll, ist auch schon häufig genug hier passiert. Bei Schach? Nein, aber bei. Sag mal, dass du hier Top Gun Maverick geguckt hast, habe ich gesagt, stimmt, gut gesehen. Ja. Und jetzt droht Roos das Abzugsschach. Springer nach G4. Also wenn Ronny hier leichtsinnig diesen Bauern schlagen würde, käme der Springer, würde Schach geben und gleichzeitig den Blick des Turms auf die Dame freigeben. Aber, ich habe nicht recht, ich habe es eben überlegt nach K7. Hier ist Quatsch, ich nehme alles zurück. Denn hier nach Springer G4, käme Dame schlägt G4 und der Läufer ist versperrt. Wir haben gerade live einen Fehler gesehen übrigens. Du hast ihn zwar selber korrigiert, aber war trotzdem da. Absolut, ich ihn absolut. Gesehen. Das wird auch hoffentlich rausgeschnitten. Ja. Nervt es dich ein bisschen? Shame. Stichelt ein bisschen, ne? Es tut weh jetzt, es tut weh. Wir essen hier übrigens aus der gleichen Nussschale. Wenn mein Auge morgen auch runterhängt, dann wissen wir definitiv, dass es eine Bindehautentzündung ist. Ja. Dann haben wir gleich die Diagnose, muss ich zum Arzt. Dann rufe ich dich an und sag's hängt. Was ist der fiktive Dialog, den er da gerade führt? Dein Kind von dir? Ja, kein Problem. Ich bin Ruth, wann soll ich gewinne kommen? Das, ich trash-talke. Aber es zeigt Wirkung. Ruth, ich spiele hier er beschäftigt Tricks. Sich mehr mit Ruth als mit dem Spiel. Ruth hat alles richtig gemacht. Lebt in seinem Kopf. Aber das ist schon die ganz klare Lösung. Da haben wir auch wieder die Fassung. Das sieht er, er sieht es. Die zweite Tschüss-Dame-Situation in Folge für jetzt ist er sauer Berger. Bauer F5, es ist Schachmatt. Baby. Wann hab ich's verloren? Wo hab ich falsch gemacht? Bruder. Ja, das ist eine sehr gute Frage und die wird dir Jan jetzt beantworten. Das ist kein Beantworten. Aber das war tatsächlich. Wenn das Spiel vorbei ist, ne? Ronny, dann google Woody Harrelson. White Man Can't Jump. Dann weißt du vielleicht, wie ich dieses Zugzwang hier nehme. Nämlich so. Meine Psyche geht da mit. Ich bin in der Partie, denk so, ja, ich zeig dir gleich, was Trash-Talken ist. Hier auf dem Brett und dann, du bist in meinem Kopf, Alter! Igmaus, wir sind in seinem Kopf, mietfrei. Wir haben noch Glück, ja. Was meinst du, was hier los gewesen wäre, wenn Brücki gegen Vlesk, was das für ein Trash-Talk gewesen wäre? Ja, oder Maluna gegen Shorty, das wäre eskaliert. Okay. Ich mach nur den Sieg. Ich mach nur den Sieg und dann bin ich weg. Ich mach den Sieg und dann bin ich weg. Vielleicht auch noch mal ein Gruß an Maluna. Ich habe gehört, sie guckt auch gerade zu. Oh, schön, mit ihrem ich hol den Sieg Stream. Für uns. Grüße. Der Sieg gehört dir. Maluna, kein Vorwurf, aber du hättest uns heute viel erspart, wenn du gestern gewonnen hättest. Ja. Lass mich ganz kurz durchatmen. Dann sieht das jetzt durchatmen! Nee, okay. Ruhig, Ronny. Wer hat schwarz? Hab ich schwarz? Ronny? Warte, ich muss alle mal kurz, ich brauch noch einen Moment! Ja, die Kiwi. Ah, eine Kiwi. Aber er beißt einfach in die Kiwi rein? Das kann man machen, das machen die Profis. Nee, das kannst du doch nicht bringen. Das kannst du doch nicht bringen. Du sollst sehr gesund sein, die Schale. Nee, das kannst du nicht bringen. Natürlich, Kiwis kann man ganz essen. Was? Ja, beißt bitte Jan mal jetzt in seine Grenzen. Lasst mal die Sympathie beiseite und denkt euch einfach, ihr müsstet selber in eine Kiwi beißen. Was hab ich gesagt? Ich habe immer Schlaues gesagt. Na? Schach ist ein ständiger Kampf zwischen meinem Bedürfnis, nicht zu verlieren und meinem Bedürfnis, nicht nachzudenken. So weise, Jan. Das klingt eigentlich zu schlau für mich. Ich glaube, es hat irgendwo geklaut. Ich hatte so ein Jordan-Poster, Wings. Das Wings-Poster kennst du bestimmt von Michael Jordan im Zimmer. Hast du irgendwie dann so
Kasparov. Ja, den Kasparov, es gibt so ein paar Bilder, Luke, wo er so topless, so mit Pawns, mit so einer Riesenschachfigur. Nee, nee, schon so beim Sport, so richtig am Schwitzen. Pornhub. Als Bauernzentrum. Was denn wohl der Witz sein soll? Aber vor allem würde ich Züge machen an Ronnys Stelle. Es ist ja wirklich hier ein. Oh nein, er stellt die Dame ein zum dritten Mal in Folge, Ronny! Verstehst du? Läufer schlägt hier Schach, eliminiert den Verteidigungsspringer, muss zurückschlagen und dann kann ich die Dame wecken. Und Roos sieht es nicht. Er sieht es einfach nicht, was mit dem König hier gegangen wäre. Ja, wegen der Fesselung. Der Fesselung des Bauern auf G7. Korrekt, korrekt. Habe ich natürlich gesehen. Aber es geht ja hier nicht um mich. Wenn du Leute so gut lesen kannst, wieso bist du denn so schlecht im Pokern? Ich bin ziemlich gut im Pokern. Nicht an unserem Tisch. Nein, Ronny! Drum steht ja zwei Schach. Oh, und was ist jetzt passiert? Fuß, du hast noch 7 Minuten und lässt den Turm da stehen? Ui, ui, ui. Was war denn das da am Ende, ey? Halleluja. Da gucken wir aber gleich nochmal genau hin. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Ronny. 2-2 Ausgleich. Ich gewinne gegen alle. So, da hast du's. Ist das etwas, das vielleicht Roos, der ja gerne schnell spielt, ein bisschen bevorteilt? Das weiß ich nicht genau. Du weißt, Ronny Berger ist mein Liebling und ich halte ihn auch in dieser Disziplin für den Favoriten und den Sieger der Herzen. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was da passiert. Aber auch Ronny, durchaus schnell unterwegs. Ja, ja, Ronny spielt ja nun auch viel Schach, ne? Und es ist ja nicht so, dass du im Internet jetzt immer 10 plus 10 spielst. Da ist es ja schon üblicher, 5 plus 0 zu spielen oder 3 plus 2 oder auch 1 Minuten Blitz. Es ist nicht so, dass Ronny noch nie eine Blitzpartie gesehen hat. Fahr du doch mit ihm in Urlaub, wenn er so toll ist. Ich hab Bock. Ronny, wo geht's hin? Machen wir Radtour? Ronny, wenn du das Tempo nicht erhöhst, verlierst du ja auf Zeit. Ich sag's dir, wie es ist. Er kann dich nicht hören. Ich weiß, sonst würde ich es ihm auch nicht sagen. Aber Ronny muss ja alle Bauern verschwinden lassen. Oder es wird hier ein Klickwettbewerb. König nach H5 stellt sich ins Matt. Jetzt muss er König nach H4 spielen. Nee, er ist matt, er ist matt, er ist matt. Oh. Oh. Wow. Da ist er, der Roos-Meister. Der Roos ist on fire, ich sag's euch. Ein super spannendes Finale. Roos danke, vielen Dank. Gewinnt. War wirklich spannend. Back to back hier. Zugzwang. Okay, Jungs, ihr alten Herren da im Studio, ihr Muppet Show, jetzt geht mal John Wick gucken und lass uns Schach hier, Enthusiasten mal ein bisschen unter uns. Wir lassen schon ein bisschen. Ronny, hab ich auch Bock. Wir lassen euch jetzt in Ruhe das nochmal ausdiskutieren. Vielen Dank, Ronny Berger. Vielen Dank, Roos. Das war ein tolles Finale. Dankeschön, vielen Dank für die tolle Show. Das war's mit Zugzwang, Staffel 6. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag mal zu Papa Ede, tschüss, sag mal. Ja, mach's gut, du kleine Kucker.